Was geht ab, meine Rennschlittenfreunde? Heute machen wir was ganz Besonderes, und zwar macht Roman heute ein Autohaus auf. Yeah! Und zwar wollen wir heute ein paar Lamborghinis, ein paar Ferraris, ein paar BMWs, ein paar Audis und was es da nicht alles gibt, einfach mal ein wenig verkaufen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Auto fahrt. Fahrt ihr ein Lamborghini? Oder ein Ferrari? Oder fahrt ihr ein Bugatti? Oder fahren wir einfach gar nichts und wir fahren einfach Fahrrad? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, auf jeden Fall, wir claimen hier erstmal unseren ersten Tycoon. Und zwar haben wir nämlich hier unser erstes Land ersteigert. Hier sind die Parkplätze, hier werden die Leute parken und ich werde hier ein Autohaus eröffnen. So, coole Sounds. So, wir können uns erstmal hier einen Volkswagen Beetle freischalten. Und der ist gelb wie die Nacht. So, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welches Auto von meinem Autohaus ihr euch kauft. Würdet, vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich gesehen. Und wir werden uns hier erstmal die erste Wand kaufen, wenn ich genug Geld habe. Und zwar diese Autos, wenn man die kauft, verdienen die einfach Geld. Das ist eine coole Sache. Das ist so ein bisschen ähnliches Prinzip, wie es überall so ein bisschen ist. Wir brauchen nur mehr Autos, damit wir schneller verkaufen können. Deswegen kann man hier tatsächlich sich auch Geld kaufen. Ich gucke nur mal, was diese Leute hier verlangen. Man kann sich hier Farbe kaufen für Robux. Damit kann man tatsächlich, die Farben von den Autos ändern. Na, das können wir mal ausprobieren. Guck mal, ob das funktioniert. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier das gelbe Auto haben, kann ich dann eigentlich hier auf Autos gehen und dann kann ich hier drauf gehen. Ich kann das Auto sogar fahren, wenn ich möchte. Ich verstehe. Und warte mal, das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe, kann ich hier auf Spawn drücken und tatsächlich, ich spawne mein Auto und dann kann ich hier den Volkswagen fahren. Und wir haben uns tatsächlich freigeschaltet, dass wir die Farbe ändern können, so wie wir wollen. Oh yeah, der erste Volkswagen Beetle in gelb oder grün. Naja, okay. Auf jeden Fall, wir können uns, glaube ich, inzwischen auch schon ein neues Auto holen. Es gibt also super viele interessante Sachen und wir können uns tatsächlich jetzt schon weitere Autos holen. Wir müssen nur sparen, weil wir nämlich nicht so viel Geld haben. Ich gucke mal, was es noch so gibt. So, wir können uns Schnelligkeit kaufen. Wir können uns ein richtig krasses Auto direkt jetzt kaufen, aber das wäre ein bisschen zu langweilig. Wir können uns Anfängerautos holen oder wir können uns doppeltes Geld kaufen. Doppeltes Geld ist immer gerne das, was ich mir kaufe. So, doppeltes Geld. Super. Und hier sind alle anderen Autos, die man sich noch kaufen kann. Die schauen wir uns auf jeden Fall später mal an. Und fürs Erste würde ich mal sagen, können wir uns auch vielleicht ein bisschen eine kleine Finanzspritze geben. Und zwar mit 100.000 können wir bestimmt schon mal ein bisschen was bauen, mit dem wir dann so ein bisschen schneller vorankommen. So, weil wir brauchen nämlich hier für $500 haben wir uns jetzt diese Uhr gekauft. Na, das war mal eine sehr gute Investition. Oder wie wäre es mit $1250 für diese Türen? Oder wie wäre es damit, wenn wir uns einen Mini Cooper holen? Für 10.000. Der sieht schick aus. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den besser finde als den Beetle, aber wir können noch mal gucken, was der Ford Mustang hier zu bieten hat. Das Auto kenne ich. Das ist von vielen Leuten so ein richtiges Traumauto. Das ist so ein richtiger amerikanischer Schlitten. Gar nicht mal so übel. Der funkelt sogar so richtig cool. So, dann können wir uns draußen... Oh mein Gott, wir können uns draußen unser eigenes Schild kaufen. Und zwar unser eigenes Autoschild. Dafür haben wir gerade mal nur 2.500 gezahlt. Ich würde mal sagen, wir sollten vielleicht Geld dafür ausgeben, dass wir vielleicht noch mehr Autos bekommen. Weil mit den Autos können wir mehr Geld verdienen. Das ist eine gute Sache. Weil wenn wir nämlich zu wenig Geld verdienen, dann werden wir irgendwann arm. So, Carpet, Snack Machine. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Wand, damit wir definitiv uns noch ein Auto holen können. Weil so wie es aussieht, bin ich gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Weil die Sachen kosten ganz schön viel Geld. Was? Die wollen $750 für eine Pflanze? Oh nein. Was? Ich habe für diese Pflanze $750 bezahlt? Das ist zu viel. Oh, hier kann man sogar $1000 für eine Pflanze ausgeben. Nein, danke. Ich kaufe mir lieber eine Wand. So. Oh mein Gott, es gibt neue Autos. Okay, was haben wir hier? Hier ist eine Corvette mit $25 Bonus. Oh nein! Warte mal, das war ganz schön teuer. Die hat ganz schön viel Geld geschluckt, dieses Auto. Autschi, autschi. Wir können uns aber einen roten Teppich kaufen. Das sorgt schon ein bisschen für ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sonst sagen? Also, es ist schon schick, das ist schon schick. Und wir können, uns hier, ich habe $500 für diesen kleinen, für dieses kleine Ding da bezahlt? Naja, okay, ich würde sagen, solange wir da Geld gerade ein bisschen am Farmen sind, können wir uns ja schon mal angucken, was wir jetzt hier für Autos freigeschaltet haben. Weil wir haben nämlich einmal den Mustang freigeschaltet. Alter, es gibt so viele Autos, die man hier freischalten kann. Das ist ja abgefahren. Okay, dann versuchen wir mal was. Also, wir haben hier inzwischen schon ein paar Autos freigeschaltet. Und zwar diese Corvette ist, glaube ich, unser schnellstes, was wir gerade haben. Und wir haben es tatsächlich sogar in grün. Okay, das heißt, wir können auch hupen, gell? Oh, lässige Hupe. Wir können auch Musik abspielen.
Ah, man kann eine Musik-ID eingeben, man kann F drücken, aber mit F weiß ich nicht, was da passiert. Ich glaube, da kann man das Auto umdrehen. Und mit P können wir die Farbe ändern. Also mache ich hier erstmal einen extra Color. Yeah, in Pink oder in Rosa oder in Blau oder in Rot. Oh, Alter, fährt das schnell. Junge, fährt das schnell. Ey, das ist hier sogar eine Welt, wo man sogar so Münzen sammeln kann. Huiuiui. Ey, das ist cool. Ah, ich bin aus meinem Auto rausgesprungen. Oh Gott, das ist eine traurige Geschichte gewesen. Oh mein Gott, lila ist meine Lieblingsfarbe. Das ist richtig gut. Juhu. So, und wir können hier ebenfalls dann noch andere Sachen kaufen. Wir können uns sogar noch kaufen, dass wir noch schneller fahren können. Oh oh, mal gucken, wie das ist, wenn wir noch schneller fahren können. Okay, ich habe jetzt doppelten Speed gekauft. Okay, wir fahren los. Okay. Und eigentlich sollten wir jetzt noch schneller fahren. Aber ich bin mir nicht ganz... Oh mein Gott, hier gibt es sogar Rampen. Hui. Okay, das heißt, wir können sogar herumfahren und Geld sammeln. Das ist eine coole Sache. Aber um ehrlich zu sein, ist mir dieses Auto noch ein bisschen zu langsam. Das heißt also, wir gucken mal, wie wir bei uns nochmal ein bisschen upgraden können. Wie viel kosten? 5 Millionen kosten 3000 Robux. Wir können uns mal 1 Million Dollar kaufen, okay? 1 Million Dollar und jetzt wird das Ding mal richtig ausgebaut. So, jetzt gucken wir mal, was hier jetzt mal richtig kommt. Okay, jetzt kommt hier erstmal ein schöner BMW hin. Der sieht schick aus. Oder wie wär's mit einem Dach? Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Stock. Oh, mit einer Wendeltreppe nach oben. Und die Pflanzen für 1250 sind jetzt auch kein Problem, weil wir haben uns nämlich ein paar Moneten besorgt. So, dann gucken wir mal. Mit einer Frontdesk haben wir hier jemanden, der hier ein schönes Zwinkern hinlegt und den Leuten die Autos gut verkauft. Da haben wir eine Snack-Machine. Ich weiß nicht, ob die viel Geld bringt. Ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns weiter auf die Autos, weil ich glaube, die sind diejenigen, die dafür da sind, um hier das Geld reinzubringen. Deswegen Wände, die Fenster und dann haben wir hier, oh mein Gott, ein Lamborghini Huracan. Oh, der sieht richtig krass aus. Das ist mal ein schicker Schlitten. Uiuiuiui. Okay, warte mal. Wir kaufen uns mal hier noch ein paar mehr Wände und Fenster. Jetzt sind neue Autos da. Ein Ford GT für 500.000? Eieieiei, die sind ja richtig teuer. Ich frage mich, woher soll ich das ganze Geld holen? Ich kaufe mir erstmal hier die Wände. Hier gibt es eine goldene Statue für 50.000. Und ein Dach kann ich mir nochmal holen. Gibt es noch eine dritte Etage? Nee, gibt es nicht. Okay, ich würde mal sagen, ich hole mir erstmal die anderen Sachen unten, bevor ich hier die super teuren Autos hole. Und zwar können wir uns nämlich hier noch einen Fernseher hinstellen. Dann können wir uns hier noch ein Sofa hinstellen. Nur das Problem beim Fernseher ist, dass der einfach nur blau leuchtet. Das ist mal wirklich schade. Naja, okay, wir haben hier ein Table. Dann haben wir hier eine Lampe für 750 Dollar. Hier haben wir nochmal ein Tableset. Oh, hier können sich unsere Kunden hinsetzen und einen Kaffee trinken, falls sie mal warten müssen. Dann haben wir hier eine Tür. Das hier ist tatsächlich eine Reparaturservice-Anlage. Na, das ist ja super wichtig. Ey, hier sind Reifen, die wir jetzt gekauft haben. Hier ist eine Wand, die wir geholt haben. Ein Dach oben drüber. Und hier, zack, können die Autos geupgradet werden. Interessant. Okay, haben wir hier jetzt mal ein paar Lichter. Dann können wir hierfür übrigens noch eine Garagentür einbauen, die wir jetzt auf und zu machen können. Oh yeah, das sieht richtig gut aus. Und natürlich noch ein Car-Service-Schild. Okay, passt auf. Wir holen uns mal unseren schicken Schlitten, den wir da hatten. Den guten alten Lamborghini Huracane. So, da ist er. Der hat uns tatsächlich... Wo ist er jetzt hin? Ich habe ihn verloren. Da ist er. So, und ich möchte ihn... In welcher Farbe möchte ich ihn haben? Warte, ich wechsle mal kurz die Farbe. Natürlich in meiner Lieblingsfarbe. Und zwar in... Nein, das ist nicht meine Lieblingsfarbe. Ja, in so einem schicken Lila finde ich den am besten. Oder in einem Grünton. Grünton ist auch ganz schick, aber ich glaube, lila ist so absolut mein Ding. Ich kann euch noch ein paar andere Farben zeigen. In Rot sieht er auch gut aus. Aber ich glaube, lila ist so wirklich meins so. Ich liebe lila. Wir gucken mal kurz, wie schnell der ist. Oh ja, der fährt auf jeden Fall nicht langsam. Der fährt ein bisschen schneller als der andere. Oh mein Gott. Okay, und dann fahren wir hier nochmal kurz eine kleine Runde. Alter, fährt der schnell. Oh Gott. So. Okay, dann können wir uns hier nochmal... Oh, jetzt haben wir uns parkende Autos gekauft. Aus Versehen für 5000. Okay,
Wir gehen jetzt mal tatsächlich irgendwo hin, wo wir unser Auto upgraden können. Das heißt also hier in die Garage rein. Und wir schauen mal, so jetzt haben wir das hier geparkt, wie wir das Ding upgraden können. Also drauf auf das Ding und dann gucken wir mal ganz gemütlich drauf, was wir denn hier upgraden können. So, wir können hier für 82.000 das Auto schneller fahren lassen. Warte mal, wenn ich ein günstiges Auto wähle, ist das viel, viel günstiger. Aha, na gut, warte mal. Dann werden wir mal den hier upgraden und gucken mal, wie teuer das ist. So, das ist nämlich nicht allzu teuer wie den anderen, weil guck mal, oh, den haben wir jetzt auf Level 5 geupgradet und Level 5 ist das schnellste. Interessant. Das Problem ist, wir brauchen tatsächlich unser Geld, um die anderen Autos freizuschalten. Und dieses Upgraden könnten wir vielleicht erst bei einem Auto machen, wo das so richtig, richtig, richtig schnell werden kann. Warte mal. Wir kaufen uns erstmal hier unten nochmal schön nebenbei Autobilder, ein paar Pflanzen, dann können wir uns eigentlich hier unten nichts mehr kaufen. Oh, das sieht so cool aus. Guck mal, man hat hier einfach das Auto in der Garage stehen. Das sieht schon richtig, richtig schick aus. So, warte mal, ich gehe mal nochmal kurz hoch und schau mal, ob ich hier, guck mal, einen roten Teppich kann ich hier noch kaufen. Lichter kann ich hier kaufen. Die Meetingwand kann ich hier kaufen. So. Und jetzt fehlen mir gerade $10.000, um tatsächlich das nächste Auto freizuschalten. Deswegen gehe ich lieber noch auf die anderen Sachen, die nicht so teuer sind. Weil ich muss sagen, also wirklich, die Autos sind richtig, richtig teuer. Wow, was? Ich habe mir aus Versehen eine Goldstatue. Kann ich mich da reinsetzen? Bitte sag mir, dass ich mich da reinsetzen kann. Oh, schade. Ich würde nämlich gerne ein Bild da drin machen. Ich habe noch nie, dieses Auto sieht so aus, als ob das aus Butter gemacht ist. Oh, oh. Okay, warte mal. Wir machen mal hier noch eine Tür hin, wo wir Meetings machen können. Ein Meeting-Table, dann hier ein paar Pflanzen hin, eine Verkaufsanalyse. Hier sehen Sie, dass die Verkäufe nach oben gehen. Interessant. Dann können wir uns hier noch ein paar Stühle dazu kaufen. Oh, richtig schickes Büro hier. Ich glaube tatsächlich, die Autos, die wir da haben, sind tatsächlich sogar die letzten. Und Junge, wir haben uns Mitarbeiter geholt. Die gucken einfach die ganze Zeit diesen blauen Bildschirm an. Naja, okay. Gut, da haben wir hier nochmal ein paar Pflanzen. Noch mehr Mitarbeiter. Interessant. Und jetzt, müssen wir gucken, dass wir uns eigentlich, gibt es jetzt keine andere Wahl, außer die letzten zwei Autos zu kaufen, wenn wir fertig werden wollen. Das ist natürlich nicht so gut. Dafür brauchen wir 1,5 Millionen. 1,5 Millionen könnten wir uns eigentlich kaufen. Das würden uns nochmal 1000... Okay, wisst ihr was? Ich mach's für euch, okay? Aber dafür möchte ich einen Daumen nach oben sehen, okay? Wir müssen uns nämlich hier jetzt mal ein paar Robux kaufen für euch, so, damit wir hier diese ganzen Sachen freischalten können. Das sind die letzten zwei Autos, die hier hingehören. Und zwar einmal der Ford GT, der steht jetzt hier da, ganz, ganz schick. Und dann nochmal hier der Rimac Concept. Oh mein Gott, was ist das für ein Auto? Der hat 1 Million gekostet. Mamma mia, the pizzeria. So, und damit hätten wir das ganze Ding fertig. So, jetzt fragt sich natürlich nur noch, wie werden diese Autos fahren? Wir können uns auch nochmal von außen jetzt nochmal das komplett fertige, naja, Dealership hier angucken. Wobei, wir haben das allerletzte und allerwichtigste nicht gekauft. Und zwar das große Schild, wo man sieht, dass hier Autos verkauft werden. Eieiei, haben wir einen schönen, schönen, schönen Autopark aufgebaut. Und jetzt können wir uns hier, glaube ich, das heftigste Auto nochmal kurz aussuchen. Und zwar, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das, was wir gerade eben freigeschaltet haben, dieses Konzeptauto, kann tatsächlich 216 km/h fahren. Und natürlich müssen wir das ganze Ding nochmal umfärben in ein schickes Lila. Okay, und jetzt gucken wir mal, wie schnell der fährt. Okay, der beschleunigt relativ langsam, aber er geht auf 200 hoch. Oh mein Gott. Das ist schnell. Das ist richtig schnell. Oh mein Gott, hier kann man richtig durch die Stadt düsen. Alter. Okay. Okay. Aber was nochmal eine interessante Sache ist, wow, da fährt unser Auto auch schon weg, ist ganz schön schnell, ist tatsächlich, dass wir uns jetzt nochmal ein Auto holen können, das kostet tatsächlich 5 Millionen, ist tatsächlich das allerschnellste mit 288 km/h und kostet 800 Robux. Und dementsprechend können wir uns das Hypercar-Paket freischalten mit den drei schnellsten Autos drin, die man in seinem eigenen Ding gar nicht freischalten kann. Und jetzt gucken wir mal richtig rein. Was haben wir uns da gekauft? Oh mein Gott. Das hier ist ja mal ein noch schnelleres Auto. Das schnellste Auto, was es gibt. Und zwar hat das nämlich hinten, wenn man mal guckt, hat es einfach da einen riesigen Turboantrieb. Was ist das denn? Okay, pass auf. Wir setzen uns da mal rein. Haben jetzt doppelten Speed. Wir haben alles freigeschaltet, was man sich freischalten kann. Und jetzt gilt es nur noch, dieses Auto zu fahren. So, oh mein Gott, es gibt sogar einen Beifahrer. Okay, es gibt einen Fahrer und es gibt einen Beifahrer. Mal gucken, wie sich die Hupe anhört. Wie bei einem normalen Auto. Aber die Farbe muss natürlich geändert werden.
Batman-schickes Lila, gefährliches Batman-Mobil. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell das Ding fährt. Okay, 100 km/h, 200 km/h, es geht weiter, 300 km/h. Oh mein Gott, wir fahren hier die ganze Zeit geradeaus. 288 km/h fährt dieses Auto. Oh mein Gott. Und jetzt können wir mal gucken, ne, ob dieses... Oh mein Gott, guck mal, wie schnell das fährt. Und jetzt versuchen wir mal noch was. Wir versuchen jetzt mal, dieses Auto zu upgraden, okay? Wir versuchen das jetzt zu upgraden und schauen mal, was da alles möglich ist. Oh mein Gott, fährt das schnell. Oh, what the fish? Oh mein Gott, ich bin einfach an meiner Garage vorbeigefahren. Jetzt probieren wir mal aus, was es kostet, dieses Auto einmal zu upgraden. Weil so viel Geld haben wir jetzt leider nicht, aber ich glaube einmal... Oh mein Gott! Einmal upgraden kostet 2,5 Millionen. Okay, das ist viel, viel zu viel. Okay, Leute, das war's jetzt erstmal für die heutige Folge Roblox. Ich gebe euch nochmal einen kleinen Tipp. Gebt auf gar keinen Fall so viele Robux aus, wie ich das mache. Weil ich mache das nur extra für euch, damit wir die Videos hier machen können. Und wenn ihr das für euch alleine macht, ergibt das keinen Sinn. Bitte spielt nicht so wie ich. Ich gehe mit meinen Robux nicht so gut um, muss ich ganz ehrlich zugeben, okay? Passt lieber darauf auf, wo ihr eure Robux ausgibt, weil das ist nämlich echtes Geld. Und dementsprechend passt da bitte darauf auf, okay? Und wenn ihr irgendwelche teuren Sachen sehen wollt, dann schaut einfach meine Videos. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Code Roman einzugeben, wenn ihr euch eure Robux holt. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder Roblox spielen. Haut rein, Leute, und ciao!